So, weiter geht's. Ich habe nachgeguckt. Der Noob-Väter steht bei 2. Ich muss auch sagen, darauf. Noob-Väter? 3. Ich habe den. Na gut, das Klopfrätsel war so beknackt, das zähle ich nicht. Ich habe also jetzt einmal nachgeguckt gehabt, dass ich die Hose mit der Antenne verbinden kann, damit daraus ein Kescher wird. Hätte ich nie erwartet. Einmal das Klopfzeichen für dieses beknackte Klopfrätsel. Und darauf wäre ich bestimmt irgendwann gekommen. Den Reifen in die Durchreiche geben. Den hängt er da nämlich auf. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Halli, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen. Und dafür haben wir den Köderfisch. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Hui! Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Schnell weg, Neon! Oh mein Gott, wie geil! Tack, tack, tack! Oh Mann, ich muss einfach wissen, was sie sagt, wenn ich ihr die Dose zeige. Habe extra gespeichert. Oh, mal gucken. Das macht er bestimmt nicht. Nur weil ich hin und wieder Gegenstände in meiner unmittelbaren Umgebung zur Explosion bringe, heißt das nicht, dass ich lebensmüde bin. Okay. Weg hier! Ich töte dich. Okay, damit löst sich jetzt das ganze Rätsel in sich hinein auf. Aber jetzt haben wir endlich Katzenfutter und können die Katze rauslocken. So, Tonverstoße in den Napf. Oh, weh, das Ding ist jetzt zugeschweißt. Ne. Komm, kitty, 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 Gott, die armen Delfine. komm, jo. Auch das darf Teil der Schau mal, Tempest was ich niemals hier sehen. Feines habe. Ding-Dong. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Oh Schrödinger-Katze. Gott. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchendualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Oh mein Gott. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Aber Gaul. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Wir müssen. So. Ha! Du willst doch. So, ja, das Wie hatten wir schon willst du, mal. dass du die. Dreimal. Wow. Passt du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich würde ja, aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und so. Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein. Du Armer. Okay, ist fast auch nicht durch. Weiter geht's. Ich wollte.
Doch, bestimmt, aber vielleicht nur als Randale-Goal. Oh, na endlich! Hey! Alles gut. Tja. Hast du durch die Katzenklappe? Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Da schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, Baba, wie das aussehen muss. Na, dann kletter doch mal da durch. Bis er stecken bleibt, willst du mich umbringen. Nee, passt. So, Tür ist offen. Das ist übrigens das Einzige, was ich nachgelesen hatte, dass man halt die, wie man die Delfine da durchspringen lässt. Und wir sind tatsächlich kurz vor Ende. Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Oh, Mano. Ich hoffe. Ich will ja auf den Po gucken. Das ist aber echt süß. Schade, dass sie so wenig Rolle hat, außer drei auf einmal. Was ist das denn? Mal sehen. Sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. So, Lottomat. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Okay, dann wollen wir mal die Karte zeigen. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich... Danke. Geht meins doch. Die sind vom Umtau... Achso, ich dachte, ich könnte nochmal gewinnen. Oh. Gerade Bananen. Bananen, ja. Nicht... Hallo, aufwachen. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Kann ich sonst noch was machen? Habe ich Schredder? Ich würde diesen Schredder, das heißt aber... Nee. Nee. Und wir haben die Bananen immer noch. Das ist alles nur eine Banane zu begraben. Na gut, wir brauchen noch die Delfinausrüstung, davon mal abgesehen. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wo das Schiff ist. Du. Gerade Bananen mit Gulli einsetzen, dann wird er... Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Und? Was? Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Oh nein. Au! Ich bin blind! Aua! Na, den Delfinen scheint's ja immerhin gefallen zu haben. Au. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Okay, jetzt noch die Delfin-Torpedo-Ausrüstung. Sie sind zu weit weg. Ich muss sie irgendwie durch die... Achso, hier, bitteschön. Komm, Fischi. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da! Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni! Miau, miau, miau. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Okay. Gut, ich schleuse es zu, es müssen die Delfine irgendwo draußen sein. Ah, da. Gut, dann fresst mal. Alle drossierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch!
Super. Total. Mach Papa stolz. So, jetzt muss ich nur noch... Das allein wird mir nicht weiterhelfen. Schau mal, ich habe im Lotto gewonnen. Ui, das ist... Was? Das ist ja unfassbar. Aber warum erzählst du mir das? Tja, dreimal darfst du raten. Vielleicht, weil du mir ein wenig von deinem Gewinn abgeben willst? Falsch, falsch und falsch. Du sagtest, ich darf dreimal raten. Im Leben bekommt man ja auch nur eine Chance. Und du hast sie eben vermasselt. Oh, wie gemein, ey. Ja, und nun? Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur? Ich arbeite dran. Isla Obacht klingt... Ich hoffe, du trägst die Insel, liegt im Zentrum. Ach, so ein bisschen... Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters... Und wenn schon, ich habe schon ganz... Ich mach... Halte mich... Nee. Ich glaube, irgendwas muss man noch tun. Moment, Wasser. Ich erinnere mich. Da war doch ein Wasserhahn in dem Eisfeld, aber... Irgendwie hilft mir das... Es war zu... Moment, aber wenn er da eingefroren ist, vielleicht komme ich da irgendwo anders ran. Vielleicht kann ich den Schuh mit Wasser füllen oder so. Aber da wäre hier irgendwo ja was zu tun. Da wird nichts mehr zu tun sein. Da haben wir auch schon jede Menge gemacht. Okay, nein. Wenn wir am Nordpol wären, könnte ich nichts machen mit dem Eis. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur da. Okay, das hatten wir schon, aber was dann? Warte, vielleicht kann... Vielleicht ist ja der Angler von seinem knackten Glück beeindruckt. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Ich schlage... Ich habe außer... Hier ist auch kein Wasserhahn. Goal ist klar, Angler ist klar. Katze. Was sagt man da? Nah dran. Nah dran. Das hilft mir auch nicht weiter. Hier, hau. Wozu? Sie hat sich ja noch nicht einmal für die Thunfische bedankt. Bleibt nur der Nordpol, weil hier weiß ich, dass ich noch nicht alles verwendet habe. Und Isla Obacht. Irgendeine Kombo muss noch fehlen. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Toder wofür. Ah, du mit deinem Blumenladen. Ich weiß, wie man eine Klingel benutzt. Drücken, wegrennen. Keine weiteren Hilfsmittel erforderlich. Das ergibt zwar... Aber vielleicht kann ein weiteres meiner brillanten Wortspiele das Eis brechen. Ganz schwaches Publikum. Buh. Das ergibt zwar keinen, aber... Ja. Nee. Dafür brauche ich... kann mich vollständig... Glück. Glück. Vielleicht geht das ja. Vielleicht können wir ja den Regenschirm mit der Karte kombinieren. Dafür brauche ich... Ich kann mich vollständig... Ich kann mich... Dafür... Ich kann... Alter! Das ist der perfekte Bruder, aber es ist... Dafür, ich kann... Vielleicht kann ich jetzt da hoch, jetzt wo ich Glück habe. Und das Ganze war nur so ein Trick. Dann. Glück! Oh. Nein, hilft mir nicht. Aua. Hey, Goal, alles gut bei dir? La, was Keine Sorge, gehört ab. Ich habe einen Tja, was spricht? Also mach's. Himmel, für Wiener fehlt nur. Oder mir ein Regenschirm. Rufus? Moment. Naiv, Kübel Wasser, Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, Kübel oder? Wasser. Kenn ich nicht im Traum. Kübel Wasser. Gut so. Nee. Natürlich. Moment. Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich weiß, wo es ein Kübel Wasser gibt. Nein. Bitte aber Turboschritte einleiten. Und zurück nach Porta Fisco.
Da war doch jetzt ein Planschbecken, das nicht mehr gebraucht wird. Meins. Das ist ja ein Schnabeltier, jetzt erkenne ich das erst. Aha! Hat auch nur ungefähr 17 Folgen gedauert. Okay, dann wollen wir da nochmal hin. So, meine liebe Goal. Ich weiß, wer gleich vom Blitz getroffen wird. Ich, vermutlich. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Okay, machen wir voll mit Wasser. Na super, aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Ich muss meine Sa- Ich will ja ein- Oder wofür auch. Ich probiere noch mal was aus. Ich muss- Ich- Oder- Bevor es dann wieder heißt, das klappt wieder nicht. Okay, Baby Goal. Baby Goal. Okay, dann wollen wir gleich mal schauen.